Willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Episode habe ich Ihnen wieder was Schönes mitgebracht, und zwar ein Interview. Ein Interview mit Heilpraktiker Burkhard Hock, was ich vor einigen Jahren mal mit ihm aufgenommen habe, wo es einfach um die allgemeinen Sachen gibt, die er so aus seiner Hockschmerztherapie umsetzt, geht, wie er dazu gekommen ist, was er sonst noch so für Sachen macht. Er ist ja selbst schon jahrelanger Anwender der Luxamed-Mikrostromtherapie, auch schon der Klinikmaster-Therapie und dem Vitalmaster. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit und auch in diesem Jahr werden wir wieder Fortbildungen mit ihm zusammen machen, beziehungsweise dieses Jahr eine Fortbildung im Oktober, wo es speziell um seine Ideen, sein Anlagekonzept im Rahmen der Mikrostromtherapie geht. Ich halte das für hochspannend, hochinteressant, weil er sich gerade mit dem Thema orthopädischer und internistischer Erkrankungen sehr stark auseinandergesetzt hat und nach wie vor auseinandersetzt und natürlich über sein Know-how aus der Hockschmerztherapie, also der speziellen Behandlung von Muskel, ich sage jetzt mal Triggerpunkten, sicherlich das falsche Wort dafür, aber ich nehme es jetzt einfach mal dahingehend in den Mund. Und sage, ja, es ist wirklich spannend, gerade auch sein jahrelanger Erfahrungsschatz als Heilpraktiker und auch als Dozent, weil er hat ja im Berchtesgaden sein Gesundheits- und Bildungszentrum für Therapeuten, Ärzte, für Heilpraktiker und ja, wie gesagt, einen großen Erfahrungsschatz an der Mikrostrom- oder in der Mikrostromtherapie, speziell mit dem Luxamed und mit dem Klinikmaster. Ich hoffe, das Interview gefällt Ihnen und verabschiede mich damit erst einmal, solange das Interview dauert. Wir hören uns im Anschluss noch einmal kurz und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Heilpraktiker Burkhard Hock. Bei mir begrüßen darf ich heute Burkhard Hock, beziehungsweise er darf mich bei sich begrüßen, denn ich bin heute mal wieder zu Gast, zu Besuch in Berchtesgaden am Königssee oder in der Nähe des Königssees. Ja. Und ja, Burkhard Hock ist Heilpraktiker und wird jetzt nochmal, denke ich, sich selber schön vorstellen und ein paar ganz interessante Sachen über sich und seine, vor allem seine Therapiemethoden erzählen. Ja, dann sage ich, hallo Burkhard, schön wieder hier zu sein. Ja, mich freut es auch, Patrick, dass du wieder mal da bist. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Burkhard Hock, hat Patrick ja schon angedeutet. Und ich habe eine Heilpraktikerpraxis zwischen Berchtesgaden und Salzburg. Ich bin seit 25 Jahren Heilpraktiker und arbeite in den Bereichen schwerpunktmäßig der Orthopädie und der inneren Medizin. Und ich benutze bei mir in der Praxis neben den Mikroströmen, die ich von Patrick bekommen habe, auch meine eigens entwickelnden Methoden, mit denen ich eben dem orthopädisch geplagten Patienten sehr gut Hilfestellung geben kann. Okay, ja, ich denke, das ist ja auch gerade in der heutigen Zeit, also denke mal, die Orthopädie ist ja eins der Themen, der, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, ich mag zwar den Begriff nicht so sehr, aber Volkskrankheiten sozusagen, ich glaube, da ist ja Orthopädie beziehungsweise Rücken-, Knieschmerz, Gelenkschmerzen immer noch an Position 1 der ganzen Sache. Du machst ja außerhalb der Praxis Tätigkeit, hast du ja auch dieses, ist ja, nennt sich ja auch Fortbildungszentrum, ja. Fort- und Ausbildungszentrum speziell zu deinen Methoden. Vielleicht mal so ganz so aus der Historie heraus, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Wie bist du dazu gekommen, jetzt außer der Heilpraktikertätigkeit noch in den Bereich von Schulungen und Seminaren hineinzugehen? Ja, das hat sich im Endeffekt dadurch entwickelt, dass ich mal bei Dieter Dorn ein Seminar besucht habe und Dieter Dorn hat damals auf meine Frage, wie denn ein längeres Bein entsteht, hat er gesagt, ja, da ist, wenn man die Beine beim Sitzen übereinander schlägt, kommt es zu einer Subluxation vom Hüftgelenk und dadurch entsteht ein längeres Bein. Da habe ich ihm gesagt, das kann unmöglich sein, denn es gibt kein subluxiertes Hüftgelenk, außer wenn man jetzt einen schweren Motorrad- oder Skiunfall hat und wirklich das Hüftgelenk herausspringt. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du es nicht glauben willst, kannst du ja gehen. Das war der Initialpunkt meiner Arbeit, wenn ich das mal genau so sehen kann. Denn ich habe von dieser Zeit an geforscht, weil ich wirklich wissen wollte,
Wie entsteht denn eine ISG-Blockade und welchen Einfluss hat eine ISG-Blockade auf die Gesundheit von uns? Ich hatte das Glück, dass ich bei einem Freund in Schwarzwald zum Geburtstag eingeladen war. Und da saß neben mir ein Radiologe, der auch eben mit meinem Freund befreundet war. Und wir haben uns so unterhalten und dann hat er zu mir gesagt, das ist ja ganz interessant, was du da so machst. Daraufhin habe ich gemerkt, dass er da Interesse dran hat, was ich da so treibe und habe ihn dann gefragt, besteht die Möglichkeit, ob ich in seiner Praxis mal eine Studie durchführen könnte, um zu sehen, ob es ein subluxiertes Hüftgelenk überhaupt gibt in der Praxis. Ja, der Günther hat mir sofort praktisch versprochen und zugesagt, dass ich jederzeit zu ihm in der Praxis kommen kann, um praktisch so eine Untersuchung, so eine Studie machen zu können. Ich war dann über mehrere Wochen, mehrere Monate hinweg, war ich immer wieder bei ihm in der Praxis und hatte die Möglichkeit, Patienten, die sowieso mit einer Überweisung stehende Aufnahmebecken, die praktisch hier praktisch sowieso aufgenommen werden sollten, hatte ich die Möglichkeit, die vorher mechanisch zu untersuchen. Und das Ergebnis, das war für mich ein ganz großes Ergebnis, denn es kam dabei heraus, dass von den 353 Leuten, die wegen Wirbelsäulenproblemen in die Radiologiepraxis kamen, dass im Endeffekt jeder eine Beinlängendifferenz hatte, aber kein einzigster ein subluxiertes Hüftgelenk. Und da konnte ich mit dieser Aussage oder mit dieser Studie konnte ich beweisen, dass die Aussage von Dieter Dorn ganz einfach ein Märchen ist, wenn er sagt, ein längeres Bein entsteht durch ein subluxiertes Hüftgelenk. Ja, und mit diesen ganzen Arbeiten ging es dann weiter. Es hat also nicht aufgehört. Über Beziehungen von befreundeten Orthopäden bin ich in der LMU, in der Maximilian-Ludwig-Universität in München gelandet und dort direkt bei dem Chef, beim Professor Dr. Putz. Der hat mich eingeladen, um an ISG-Blockaden zu forschen, weil ich bin einer Frage nachgegangen, weshalb ab und zu Leute ihre Umstellung vom Becken machen und dann auch schmerzfrei sind. Aber nach einem halben Jahr hat sich das wieder von alleine umgestellt, ohne dass diese Leute irgendwie in einen Unfall oder in ein Gehen die Treppe herunter in so ein Loch hinein oder so praktisch irgendwie beeinflusst waren. Und da wurde ich eben eingeladen und durfte praktisch von embryonalen ISGs bis zu den kreisigen ISG durfte ich alles in den heiligen Hallen da besuchen und durfte auch Aufnahme machen. Die habe ich gerade eben die letzte Woche erst wieder in den Händen gehabt und es ist schon beeindruckend zu sehen, was das Iliosakralgelenk im Endeffekt für ein Problem macht. Und das Iliosakralgelenk hat ja, das hat sich dann durch diese Untersuchung beim Dr. Putz, Professor Dr. Putz herausgestellt, eine einzigartige Stellung unter allen Gelenken in dem muskuloskeletalen System, also beim ganzen Körper. Und zwar, wenn wir jetzt mal, ein Hüftgelenk anschauen oder ein Ellbogengelenk, da haben wir es immer mit glatten, runden, rundlichen Strukturen der Gelenke zu tun. Das heißt, es ist keine Kante, keine Ecke da. Und bei dem Iliosakralgelenk ist es anders. Da haben wir ein strukturiertes Gelenk. Das heißt also, dieses Gelenk ist ja erst mit Abschluss der Pubertät ausgebildet. Und da es aus drei großen Knochen besteht, das Gelenk, kann man sich vorstellen, wenn diese alle zusammenwachsen, hat es natürlich einen Einfluss darauf, wie es am Anfang der Pubertät stand, dieses Gelenk, und wie es am Ende steht. Und diese Sichtweise, die hat sogar den Professor Putz verwundert, weil er zu mir gesagt hat, auf so eine Idee zu denken, sind wir noch gar nicht gekommen, weil wir das Iliosakralgelenk eben als ein Gelenk betrachten, was fast keine Bewegung hergibt. Und es gibt auch nur eine einzigste oder gab zu diesem damaligen Zeitpunkt nur eine einzigste Doktorarbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Zwischenzeit eine neue gibt, aber es gab einen Freiburger Arzt, der hat darüber eine Doktorarbeit geschrieben, hat aber das Iliosakralgelenk unter die verschiedenen Winkel
Untersuchungen gestellt, um den maximalen Bewegungs- und Belastungsgrad des Gelenkes zu erforschen. Ja, und so ist eins zum anderen gekommen und dadurch, dass ich eben ein Wissen angehäuft hatte, wo nicht jeder, eigentlich auch die wenigsten Physios oder Heilpraktiker haben das und noch nicht mal die Ärzte, haben wir in der Zwischenzeit dann festgestellt, die haben ganz einfach da auch ein großes Defizit mit der Zeit gehabt. Und da habe ich so auf Anfragen mal in kleineren Gruppen mal ein Seminar gegeben und habe von der Seite her recht gute Ergebnisse erzielt, sehr gute Rückmeldungen von Patienten bekommen. Und so fing es an, in der Schönau damals noch, direkt hinten am Königssee, hat sich das entwickelt. Und das war so, dass bis 2005, ungefähr 2006, da habe ich ganz alleine Seminare gegeben und bin dann quer durch Deutschland noch gefahren. Und es war dann aufgrund der Anforderungen, die praktisch vorhanden waren für die Seminare, war das technisch nicht mehr möglich, praktisch alleine zu machen. Und so hatten wir dann bis 2008, hatten wir insgesamt, waren wir zu sechs, also fünf Physiotherapeuten, wo die meisten auch Heilpraktiker waren. Die haben sich dann nach einer einjährigen Ausbildung praktisch selbstständig in Deutschland in festen Einzugsgebieten praktisch haben die Seminare gegeben, die alle von uns in Berchtesgaden organisiert und terminiert wurden. Und diese Lehrphysiotherapeuten, die haben dann praktisch rechtzeitig eine Information bekommen, da findet ein Seminar statt. Es wurde auch vom Termin her mit den Therapeuten natürlich vorher abgesprochen. Also die waren jetzt nicht so, dass die 14 Tage vorher gesagt bekommen haben, da ist ein Seminar, sondern es läuft bei uns alle so eineinhalb Jahre vorher ab, dass praktisch diese ganze Organisation abgeschlossen ist, was im nächsten Jahr läuft. Also jetzt sind wir schon mit den ersten Seminarplanungen bei 2017. Und da sieht man, also eineinhalb Jahre läuft es dann schon. Ja, und so kam das und es hat Wellen geschlagen, ganz große Wellen. Wir sind in der Zwischenzeit so weit, dass wir mit der Hock-Methode, dass wir da 6.500 Therapeuten in Deutschland schon ausgebildet haben. Bei der Hock-Schmerztherapie sieht es so aus, dass wir da jetzt so bei ungefähr 600 sind. Bei der Flex-Type-Seminaren, da sind wir auch so bei 600, 700, so in der Ecke rum. Und fasziale Muskelarbeit sind wir so bei 250. Und das waren jetzt eben auch, das ist die Abfolge gewesen von diesen vier Seminaren, die wir praktisch anbieten. Und wenn es dich interessiert, kann ich da mal so ein paar Stichpunkte zu den einzelnen Seminaren geben, was da so praktisch angeboten wird. Ja, ich denke natürlich. Also es wird ja für die Zuhörer auch interessant sein, aber das so eine Idee zu bekommen, auch was so ein bisschen dahinter steckt. Natürlich, gerne. Ja, bei der Hock-Methode, man kann sich im Endeffekt unser Ausbildungssystem auch als Konzept vorstellen, das einer Pyramide gleicht. Und diese Pyramide ist praktisch von unten nach oben in vier Ebenen aufgeteilt und die größte Ebene bildet die Hock-Methode, wo ich eben schon gesagt habe, dass wir da schon über 6.500 Therapeuten ausgebildet haben. Diese Methode beschäftigt sich ausschließlich mit Beckenschiefstand, mit ISG-Blockaden, mit Wirbelfehlstellungen, mit Gelenkproblemen wie Hüftgelenk, Kiefergelenk, mit Atlas-Therapie. Das ist Schwerpunkt praktisch in diesem Vier-Tage-Seminar, was wir da anbieten. Da geht es wirklich darum, die Statik auf eine saubere Basis zu stellen. Das heißt, am Ende von dem Seminar ist jeder Therapeut in der Lage, ISG-Blockade mit einem kleinen Zeitaufwand, ich sag mal hier wirklich das muss normalerweise in 20 Minuten über die Bühne gegangen sein, muss ich ganz genau wissen, hat der Patient ein blockiertes Kreuzdarmbeingelenk oder ISG-Gelenk, gibt es ein längeres Bein, funktionell länger, da unterscheiden wir uns, sagen wir mal, von den Orthopäden, denn die kennen ja im Endeffekt nur ein unterschiedlich lang gewachsenes Bein. Und wir haben eben über diese Beckenrotation, gehen wir davon aus, dass weit über 95% der Beinlängendifferenzen funktionell sind. Denn ich habe schon tausende von Patienten in der Praxis gehabt und schon tausende von ISG-Blockaden aufgelöst.
und ich weiß, dass es funktioniert. Also da kann man jetzt, darüber brauche ich nicht mehr zu diskutieren, sondern das haben wir, sagen wir, bei so einer großen Anzahl von Patienten in der Zwischenzeit beweisen können, haben auch darüber eine große Studie gemacht mit 1906 Patienten, wo praktisch genau festgestellt wurde, welche Leute haben eine ISG-Blockade, ist sie auf der linken Seite, ist sie auf der rechten Seite, ist das Becken auf der Seite, wo es blockiert ist, nach vorne verdreht oder nach hinten verdreht. Das sind alles Schritte, die erhoben werden müssen, um dann im Endeffekt nach 5 bis maximal 7 Befundungsschritten genau zu sagen, ISG-Blockade links, Oskoxee oder Hüftbein im Endeffekt nach vorne oder hinten verdreht. Und das macht es eben so einmalig, weil es ist eine absolut sichere Geschichte. Und bei mir, zu mir in die Seminare kommen in der Zwischenzeit Orthopäden und Ärzte, weil sie ganz einfach davon gehört haben und wollen dieses wissen, weil das ist eben etwas Einmaliges, ja. Ja. Nee, das kann ich auch definitiv sagen. Ich habe ja mal an einem deiner Seminare teilnehmen dürfen, also auch absolut spannend und natürlich auch wiederum, was dazu kommt noch, ist die Gegend, also da Seminare machen, wo andere Urlaub machen. Das kommt natürlich auch noch hinzu, was super spannend ist, speziell jetzt natürlich auf die Region Berchtesgadener Land bezogen. Ja, nee, also sehr, sehr, sehr spannend. Im letzten Jahr, ist richtig, glaube ich, im letzten Jahr kam ja auch dein Buch heraus, wobei eigentlich der Begriff Buch noch nicht mal so richtig korrekt irgendwie ist. Es ist zwar ein Buch, ja, rein von der praktikablen Seite, aber eigentlich ist es ja mehr ein Kompendium, ein Atlas, also wirklich ein extrem qualitativ hochwertiges Werk, also kann ich dazu nur sagen. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was gerade einmal dich dazu bewegt hat, das zu machen, weil ich glaube, wenn man sich oder jeder, der sich das anschaut, der auch jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt weiß, wie man, was alles an Arbeit da drin steckt, kann vermuten, was an dem Werk an Arbeit drin steckt, an der alleine schon an der Seitenanzahl und der Größe dieses Werkes sozusagen. Ja, danke für dieses Kompliment, dass du das so siehst mit diesem Buch. Ja, fangen wir mal ganz vorne an, was mich dazu bewogen hat, das Ganze so in diese Form zu bringen. Das hängt in direkter Form mit meinem Alter zusammen. Also ich bin jetzt 63 und bei mir sieht es so aus, dass ich werde mit Sicherheit noch bis 70 arbeiten. Nur wollte ich ganz einfach mal das Wissen, das ich jetzt über 25 Jahre als Heilpraktiker gesammelt habe, das wollte ich ganz einfach mal so zu Papier bringen. Denn ja, es ist ein Unterschied, sage ich jetzt mal beispielhaft, ob ich eine Schulter, wenn der Patient kommt, ob ich da 15 Muskeln andenken muss, die in Frage kommen könnten, oder ob ich dann im Endeffekt nicht mehr denken muss und dann weiß, dass nur 2 oder 3 Stück das Problem machen können. Und wie man das im Endeffekt umsetzen kann, das steht alles in diesem Buch. Und du hast recht, wenn du sagst, es hat zwar die Form eines Buches, ist aber eher so ein Atlas oder ein Kompendium. Und es zeigt sich auch dadurch, dass wir eine spezielle Bindeform bzw. Falzform angewendet haben bei diesem Buch. Das heißt, wenn ich da, in diesem Buch sind 104 Muskeln, werden praktisch ansatz- und ursprungsnah, werden praktisch die Golgi-Sehnenpunkte gezeigt. Und werden auch, sagen wir mal, in dem Buch genauestens beschrieben, wie man sie findet, wie man sie therapiert. Also das ist alles Inhalt von diesem Buch. Und jede Muskel sind praktisch 4 Seiten gewidmet. Und das Buch ist so in einem Altarfalz gebunden. Wenn man diese Seiten von einem Muskel aufschlägt, hat man 4 DIN-A4 Seiten nebeneinander liegen. Das heißt, man hat auf der linken Seite bekommt man die Information, wie man den Muskel findet, wie man ihn dehnt, noch Zusatzinformationen. Dann kriegt man eine handgezeichnete, wirklich künstlerische, auch wertvolle Zeichnung, wie der Muskel aussieht, wo er herkommt, wo er hingeht, wo die Ansatzpunkte für den Golgi-Sehnen- oder Schmerzapparat sind. Dann haben wir auf der dritten Seite, wie der Muskelursprung gefunden, behandelt wird, und auf der letzten Seite, wie der Muskelansatz gefunden, befundet und behandelt wird. Und das macht es eben im Endeffekt so umfangreich und im Endeffekt auch wieder ganz einfach. Denn ich habe eine Bedienungsanleitung, das steht auch auf dem Titel übrigens drauf, praktisch ein Atlas mit Bedienungsanleitung. Das wird leider, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen
zu wenig genutzt. Deshalb haben wir auf die Verpackung, wenn wir ein Buch verschicken, nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man zuerst die Seite 8 und 9, glaube ich, war es ja, dass man die zuerst lesen sollte, bevor man in das Buch einsteigt. Denn in das Buch, ohne dieses Wissen einzusteigen, da kann ich nur sagen, das gibt ein Waterloo. Tja, und ansonsten, ja, dieses Buch hat ja meine Kräfte ziemlich in Anspruch genommen. Wir haben in diesem Buch, wir haben da mehrere richtig große Fotoshootings gemacht mit insgesamt so knapp 2500 Bildern. Und in diesem Buch sind so knapp 1200 Bilder da drinnen. Wir haben ungefähr in diesem Buch so in der Größenordnung so 80.000 Wörter drinnen, haben ja ganz einfach viel Energie da reingesteckt. Also ich habe so ein Team, das besteht eben von einem Modell, was sich zur Verfügung gestellt hat, um die ganzen Aufnahmen zu machen, mit einem begeisterungsfähigen Fotografen, mit einer Druckerei im Hintergrund, die meinen Ideen total wohlwollend gegenüberstand, und die haben neueste Techniken und haben nach, als ich denen am Anfang gesagt habe, ich hätte gern Altarfalze, haben sie zu mir gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Und habe gesagt, ja, wie viel können sie denn machen? Und haben sie gesagt, ja, so zwischen 8 und 9 können wir schon unterbringen in so einem Buch. Und dann habe ich zu denen so lächelnd gesagt, ja, da sind wir ja gar nicht weit auseinander, weil ich brauche nur 104. Und dann haben sie mir gleich gesagt, also das geht gar nicht. Das ist auf keinen Fall möglich. Und ja, es war doch möglich und es hat auch total gut geklappt. Über diese Herstellung von dem Buch gibt es übrigens auch einen Film, der heißt Making of, ist bei uns im Verlag, also www.verlagdergesundheit, alles zusammengeschrieben.com, kann man sich diesen Film anschauen. Und jeder, der so ein kleines bisschen Technik-Fan ist, der sollte sich den mal angucken, denn da kann er mal sehen, was da für eine Arbeit hinten dran war, um den in diese Form zu bringen, wie es jetzt ist. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also was da an Arbeit dran hängt, denke ich, ja, der Film wird sicherlich nochmal etwas verdeutlichen. Übrigens den genannten Buchtitel, auch die ISBN-Nummer beziehungsweise den Verlag, den werden wir nochmal in den Shownotes erwähnen. Das heißt, jeder, der da Interesse hat, auch die Hinweise auf die Seminare werden wir nochmal in den Shownotes mit aufnehmen, mit dem entsprechenden Link sozusagen dazu, also für alle Interessenten. Die können sich da durchaus noch weiter informieren. Ja, also von meiner Seite aus, denke ich, war es das von meinen Fragen. Ich glaube, das beschreibt so zumindest einen Teil von dem, was du alles machst, was du gemacht hast, was an Seminaren da ist, und natürlich auch speziell das Buch, wo ich denke, das ist eine super interessante Geschichte. Steht denn irgendwas jetzt noch Wichtiges bei dir in der nahen Zukunft an, dass du sagst, irgendwas bei den Seminaren was Spezielles oder irgendwas, gibt es irgendwelche Neuerungen, dass da was ansteht, ganz aktuell, oder jetzt erst einmal das Buch ist ja gerade im letzten Jahr auch erst rausgekommen, das erste Mal jetzt nutzen und sozusagen in die Öffentlichkeit tragen? Ja, seminarmäßig wird jetzt erstmal nichts Großes mehr auftreten oder auftauchen. Was ganz neu im Kopf und auch schon zum großen Teil in Papierform existiert, ist mein neues Buch. Dieses neue Buch wendet sich im Gegensatz zu diesem Atlas nicht an Therapeuten, sondern an den ganz normalen Bürger, also an den normalen Patienten, der in irgendeiner Form Probleme mit der Statik hat und mal wissen möchte, was kann er tun, wirklich, was kann er tun, um ganz viele Sachen, sagen wir mal, zu umgehen und für sich selbst zu verbessern. Und es sind wirklich manchmal Kleinigkeiten. Ich sage jetzt mal nur, wenn ich hergehe und betrachte die Situation, das Verhältnis Matratze, Kopfkissen. Wenn die Leute wüssten, was da für Probleme generiert werden könnten, wenn diese Kombination nicht zusammenpasst. Und da machen wir momentan schon wieder ganz viele Bilder und machen viele Beschreibungen. Und da wird man ganz einfach sehen, in diesem Buch, wenn man jetzt mal unabhängig von schulmedizinischen Betrachtungsweisen sich mal an sich selbst richtet, also der Patient
besorgt sich irgendwoher, dann vielleicht aus diesem Buch, ein Wissen, wo er sich darauf verlassen kann, dass es über zig Jahre, Jahrzehnte im Endeffekt entstanden ist und empirisches Wissen darstellt, dass er dann sich selber so gut helfen kann, dass er bedeutend weniger, sagen wir mal, jetzt die Schulmedizin in Anspruch nehmen muss. Ich denke, das ist ein absolut wichtiger und richtiger Weg, da in diese Richtung hineinzugehen und auch so ein bisschen natürlich auch die Verantwortung des Patienten, die Eigenverantwortung, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, die mitzunehmen. Und ja, also doch etwas, worauf sozusagen wir uns freuen können, was in der Zukunft noch spannend wird. Und dann kann ich von meiner Seite eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, für das Interview. Ich wünsche dir für deine Praxis und natürlich für das Fortbildungsinstitut und für das neue Buch viel Erfolg. Und vielleicht machen wir es so, wenn das neue Buch da ist, dass wir uns dann auch nochmal zusammensetzen und vielleicht ein bisschen kleines Interview, kleines Gespräch über das Buch führen. Danke, sehr gerne. Ich danke auch dir für dieses Interview, dass ich mal dieses Ganze, was sich da so angesammelt hat über 25 Jahre, dass man das auch mal hier in dieser Form praktisch in der Öffentlichkeit übergeben kann. Und ich möchte schließen damit, dass ich den Spruch nehme, ich kann jemandem zeigen, wie man auf dem Sprungbrett springt, aber springen muss er selbst. Da sind wir auch schon am Ende des Interviews. War jetzt ein Interview, wo es eigentlich mal weniger um die Mikrostromtherapie, um die Luxamed-Therapie ging, aber es ist einfach mal auch sicherlich interessant zu sehen, was es noch für Möglichkeiten gibt, für andere therapeutische Verfahren gibt, die natürlich ganz hervorragend in der eben der Kombination mit Mikrostrom auch wirken und wirksam sind. Und ich glaube, da ist Burkhard Hock definitiv ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Und wie gesagt, wir machen zusammen Fortbildung schon einige Jahre, speziell für die Mikrostromtherapie. Das sind in der Regel zweitägige Fortbildungen im Berchtesgaden, die auch immer gut besucht sind. Also in dem Schulungszentrum vom Heilpraktiker Burkhard Hock. Und ja, kann ich nur ans Herz legen, sich mit dieser Materie auch einmal auseinanderzusetzen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Episode. Unsere wöchentliche Episode. Nächste Woche erscheint eine neue Episode. Mal sehen, worum es da geht. Das weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe derzeit einige Produktionen, Podcast-Produktionen in der Pipeline. Das werden auch wieder mal ganz neue Episoden sein, also nicht in Anführungsstrichen aufgewärmte ältere Interviews, sondern da kommen auch einige ganz neue Sachen heraus. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie durch Zufall auf unseren Podcast gestoßen sind, dann abonnieren Sie uns bitte bei Apple, bei Spotify oder sonst, wo Sie uns auch immer hören. Und natürlich ganz wichtig, geben Sie uns eine Bewertung. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kritik äußern möchten, unter www.luxamed.de finden Sie alle Kontaktdaten beziehungsweise natürlich auch in den Shownotes. Einfach draufklicken, da können Sie uns erreichen per E-Mail, per Telefon, wie auch immer Sie gerne möchten. Natürlich sind wir auch auf den sozialen Medien vertreten, also bei Facebook, bei YouTube, Instagram, Twitter, wie die ganzen Medien alle heißen. Auch dort können Sie uns natürlich gerne anschreiben, uns folgen und unsere Kanäle abonnieren. Das wäre ganz hervorragend, weil so können wir die gesamte Community stärken und uns auch für die Zukunft auf Änderungen und so weiter, auf Neuerungen zusammen darauf vorbereiten. Ja, noch einmal vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich sage bis bald, bis genauer gesagt bis zur nächsten Woche und verbleibe mit besten Grüßen. Bis dahin. Tschüss.